Hallo Community und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit der Jenna. Hi. Und mit dem Julian Tach. Und heute unboxen wir das allererste Digimon-Produkt hier auf diesem YouTube-Kanal, nämlich die Digimon Adventure Box 2 mit Verlosung. Viel Spaß dabei. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, Trader hat jetzt auch endlich Digimon im Sortiment. Die Adventure Box 2 ist eins der neuesten Produkte, die wir jetzt mit im Online-Shop haben. Wir haben aber auch noch ältere Editionen von Digimon, also schaut da gerne mal vorbei und ja, shoppt euch durch. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit der Verlosung an jetzt. Richtig, da gibt es nämlich von Ultimate Guard ein Boulder 60 Plus in Rot zu gewinnen. Hält halt 60 Double-Sleeved-Karten oder 80 Single-Sleeved-Karten, stellt man dann halt so auf sein Spielfeld. Und zu dieser Deckbox gibt es dann natürlich auch noch Katana-Sleeve zu gewinnen in Rot. Das sind somit die besten Kartenhüllen auf dem Markt. Hier mal eine rausgeholt. Ich habe jetzt mal eine Magic-Karte mitgebracht, weil wir noch keine Digimon-Karten ausgepackt haben. Aber wie wir sehen, Magic-Karten passen hier super rein. Digimon-Karten aber auch. Und auch Double-Sleeve natürlich. Und das Schöne ist halt, hinten ist es blickdicht. Ne? Man kann also nicht durchgucken. Und das ganze Package könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut. Indem ihr das Video liked, kommentiert und unseren Kanal abonniert. Genau, und dann wünschen wir euch viel Erfolg dabei. Mhm. So, dann gehen wir mal in das Produkt rein. Wow! Ja, wie wir sehen, auf der Rückseite, oder schon vorne, es ist halt nur englischsprachig. Ja, es gibt es nicht auf Deutsch. Und drin haben wir halt 4 Booster-Packs, eine Promokarte von 6 verschiedenen Promokarten und eine Digimon-Figur von 4 verschiedenen Digimon-Figuren, die da drin sein können. Genau. Und ja, das Set enthält halt 123 Karten. Genau, weil jetzt halt nur 4 Booster drin sind, haben wir uns von der Edition nochmal 6 weitere schnabuliert, damit wir einfach ein bisschen mehr davon aufmachen können, um euch das Set besser vorzustellen. Aber natürlich, das heiße Produkt ist die Adventure Box, die jetzt gerade raus ist. Deswegen wollten wir die auf jeden Fall einmal hier öffnen. Dann gehen wir doch mal rein, ne? Mhm. Wir sehen, Digimon klebt seine Produkte mit Tesafilm. Ja, wir öffnen es safety first, weißt du? Bumm. Bisschen aufreißen, aber nicht zu stark. So. Dann haben wir hier Plastik. Let's go! Aber auch ist das hier schon. Das ist nochmal. Ich habe noch nie. Ah, ne, sie liegt vorne vor. Okay. Holen wir hier erstmal alles raus, bevor wir noch mehr dazu sagen. Mhm. Zack. So. Wir haben natürlich die 4 Booster Packs, die wir uns gleich angucken werden, ne? Ja. Und halt eine Promokarte. Eine sehr coole Promokarte. Genau, und es gibt wie gesagt 6 unterschiedliche Promokarten. Jetzt haben wir hier den Yellow Memory Boost, aber es gibt das Ganze auch noch in den anderen Farben. Wie gesagt, halt dann in Rot, in Blau, in Schwarz, in Violett, in Gelb und ich glaube, die letzte Farbe ist Grün. Genau. Also wird auch random verteilt. Das heißt, wir haben jetzt einfach hier das genommen, was als erstes eben da war, sozusagen, wie gesagt, random gepickt. Aber ich muss sagen, die Karte sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr cool aus. Wie fühlt sie sich an? Ja, also ist gut foliert auf jeden Fall. Foileffekte stimmen auf jeden Fall. Karte ist auch nicht zu dünn. Ne? Also gut verarbeitet. Sehr gut verarbeitet. Und positiv überrascht. Und dann haben wir... Ja, auch sehr cool. Ja. Und dann haben wir natürlich auch noch hier die... Ich hol ihn mal raus. Genau. Ne? Das ist jetzt Tyrannomon. Ja. Es gibt 4 unterschiedliche Figuren, die man kriegen kann. Ich lasse dich die einmal rausholen und dann können wir gleich die anderen nochmal zeigen. Genau. Die ist auch tatsächlich gut angemalt, ne? Also, da habe ich schon Schlimmeres gesehen von Pokémon. ja, auch sehr cool, ne? Genau. Genau, also, wie gesagt, das ist Tyrannomon. Wir haben dazu noch 3 andere und zwar, ich gebe dir die mal, und zwar haben wir Agumon. Zeig sie einfach mal. Dann so haben an, ne? Wir, genau. Wir holen die jetzt nicht raus, aber das sind halt die anderen Figuren, die man kriegen kann. Dann haben wir noch Vidramon. Genau. Was ich immer nie komplett so erkennen kann, aber bestimmt. Ne? Genau. Und dann haben wir noch Vimon. Yo. Und wir können ja schon mal vorab sagen, Julian und ich sind nicht so die Digimon-Kenner. Aber wir versuchen trotzdem
es irgendwie hinzukriegen hier. So, und dann gebe ich dir mal 5 Booster und ich nehme auch 5 Booster. Ich weiß genau. Auch noch nicht tatsächlich, wie die sortiert sind. So, erstmal der Struggle vom Booster aufkriegen. Ich habe mir auf jeden Fall ein paar Informationen angeguckt. Also ich weiß tatsächlich auch so ein bisschen, wie man das Deck oder wie man das Kartenspiel spielt. Das ist ja schön. Aber das weißt du ja auch. Ja. So, dann gucken wir uns mal die Karten an. Das ist interessant, mal hier direkt Digimon-Karten in der Hand zu halten. Ne? Wie wir sehen, hier oben haben wir so die Damage-Punkte und Lebenspunkte. Hier oben haben wir den Kartentypen. Hier oben haben wir die Spielkosten sozusagen. Ne? Mhm. Und ja, das Level des Digimons und natürlich der Name und hier die Rarität. Ja. Genau, das ist ja auch dieses, man spielt ja bei, in dem Digimon-Spiel spielt man ja mit den Memory, die sozusagen deine Mana-Kosten sind. Und dafür eignet sich diese kleine Figur, die es in der Adventure-Box halt gibt, als perfekt als Memory-Counter. Anstatt irgendwie einen Würfel darauf zu legen, kann man sich dann einfach so, zum Beispiel so einen kleinen süßen Agumon da drauf stellen und so halt sein Memory zählen. Genau. Dann haben wir noch Option hier. Option. Genau. Als Kartentyp. Alle sind schön. So einen schönen Randfolie. Ist auch einfach alles voll, ne? Also, ja, genau. jede Karte ist voll. Das ist halt so. Ja. Nehme ich. Auch ein paar richtig Kuromon hier, sehr süß. Ah. Genau. Das ist zum Beispiel ein Digi-Egg. Ne? Es gibt das heißt, man hat ja sozusagen noch ein Side-Deck aus 5 Karten mit den Digi-Egg-Karten. Die dürfen mir halt nur Level 2 sein. Höchstens. Gamamon, sehr süß. Ich glaube, du kannst auch ein bisschen schneller durchgehen. Ja, das ist das allererste Booster. So, okay, das muss ich erstmal genießen, verarbeiten. Weißt du? Entspann dich. Lady Devimon. Okay. Waifu Material. Ja, auf jeden Fall. Und hier haben wir dann Diaboromon. Das ist ein sehr cooles Artwork, muss ich sagen. Finde ich sehr, sehr cool. Ja, so, damn. Artworks kriegen sie hin auf jeden Fall. Und das sieht auch nach was Starkem aus. Das Nidhoggmon. Nidhoggmon. Wie ist jetzt eine Super Rare? Aber. Oh, das hat auch nochmal so eine richtig coole Folierung. Ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen kann im Video. Aber es hat so. Nicht Kreise, aber so. So ein Leopardenmuster sozusagen im Hintergrund. So camouflage-mäßig. Ja. Aber halt. Oh mein Gott, dadurch sehe ich das Digimon fast gar nicht mehr. Wow. Ja, richtig. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Sehr cool. So, ich mach mal weiter mit dem nächsten Booster. Das ist jetzt ein Set mit, wie gesagt, 123 Karten. Und die meisten Karten davon sind auch einfach Reprints von älteren Karten. Einfach, so dass neue Spieler halt auch vor allem an die alten Digimon rankommen und die für ihre Decks benutzen können. Das ist ein sehr interessantes Artwork. Aber die Artworks sind gut. Also von die Numemon. Kartenverarbeitung ist, also haben wir hier. Die Karten sind alle voll und so mega krass, aber sie sind gerade, also nicht gebogen oder so, was ja sehr schön ist. So, ja. Dann hat ein Tamer gezogen. Ja, und das ist auch nochmal. Das sieht auch sehr, sehr cool aus. Hover Espimon. Nice. Auch mit so einem sehr, sehr coolen Volleffekt. Gefällt mir. Also, das kriegt Digimon auf jeden Fall gut hin. Ist auch eine Super Rare wieder. Ja, kann auch sein, dass man in jedem Booster eine Super Rare hat. Wir, die uns total freuen über Super Rares, die überall drin sind. So. Oh. Ich glaube, würde ich mir Digimon halten, ich würde das nehmen. Schon also das ist, wenn du ganz normal am Arbeitstag gearbeitet hast und das Digimon das ist so, wenn du Überstunden machen musstest, ne, und nicht mehr so ganz bei Verstand bist. Ja. Wenn das Wochenende zu schnell vorbeigeht. Ja. Tempiamon, das ist süß. Lapramon. Demivimon. Numemon, hast du ja schon vorhin. Hier haben wir dann die Rare. Monsaimon. Keramon.
Oh, das sieht auch sehr, sehr cool aus. Und das ist irgendwie wahrscheinlich dann irgendwie so eine Secret Rare, I guess. Die sieht sehr cool aus. Oxymamon. Also, Tolle Namen habt ihr da, Demon. Das ist halt wirklich. Also, wie sehr will eine Karte glänzen? Und Digimon sagt einfach bei jeder Karte ja. Und bei ein paar Karten so ja, ja. Also doppeltes ja. So, also, aber die sieht mega cool aus. Meine Güte, also das kriegen sie echt gut hin. Und das ist auch. Fühl mal drüber. Das ist so ein bisschen. Weißt du, was ich meine? Ja. So laminiert bisschen. Ja, ja. Weißt du, was ich meine? Und ist halt gerade. Boah, das ist das, also als Magic-Spieler eine gerade Foil, das ist halt schon. Boah, Flex. Flex, ja. Das kriegt cool. Nicht jedes Kartenspiel hin. Stimmt. So. Ja, ich lege mal die Super Rare und die Secret Rare zur Seite. Ne? Ja. Können wir die später nochmal reinhalten? Die Rares. Durch. Da, das Patamon auch. Mega niedlich. Also. Ich glaube, ich wäre dann eher so bei den süßen Digimon. Die starken müssen. Es gibt mir die süßen Digimon. Also wenn ich was von Digimon kenne, dann ist es halt lebt dein Traum. Deine Fit war. Ja, toll. Toll. Ja. Das ist alles, was wir zu Digimon beitragen können. Ja. Nee, ich weiß ja auch, dass es keine Taschenmonster sind. Wirklich? Sondern Hologramme. Ja. Dann Kreinamon. Auch wieder mega cool. Vor allem. Der, ich weiß nicht, ob man es wirklich, man kann es glaube ich leider nicht erkennen, aber das Digimon ist selbst so ein bisschen hervorgehoben und der Hintergrund ist dann halt in wieder einem anderen Foil. Aber das ist ein anderes Muster, ja. Ne? Wir haben viele Muster. Also wir haben so ein Dreieckmuster, wir hatten so ein Camouflage-Muster, wir haben so ein Punktemuster. Ich habe so ein gepunktetes Muster. Ja, richtig, ja. Man fühlt auch, dass der Hintergrund so gepunktet ist. Also hier haben wir die Kooperation mit Lego. Wow. Toyagumon. Naja. So. Ach, du möchtest ja in diesem Kartenspiel halt immer deine ganzen Digimon digitieren. Oh. Um dann da halt so das große Monster zu züchten. So ein bisschen so wie mutieren in Magic. Dass du da die Karten immer so da drauflegst, halt so ein bisschen so, ne, so zack. Da hast du halt hier unten noch den Effekt, jetzt beispielsweise vom anderen, vom Digimon. Und dann züchtest du dir richtig da was hoch. Genau, mal gucken, ob wir irgendwann nochmal ein Erklärvideo machen. Jo. So. Hier haben wir die ganzen Tamer. Thema-Karten hier, let's go. Boah, also die Super Rares sehen schon krass aus. Die sehen schon echt gut aus. Vor allem, es ist auch so viel auf diesem Bild drauf. Das ist schon krass. Ja, also man ist schon ein bisschen überfordert ja, von den ganzen Foil-Effekten. Also das ist ja heftig. So heftig, dass Julian sich das hinter der Kamera auch nochmal angucken muss. Ja. Yeah. Im richtigen Licht erkenne ich nicht mal den Hintergrund richtig, weil ich einfach nur diese nur voll sehe. Ich sehe es nur glitzern. Das ist krass. Hier wieder ein Digi-Egg. Und dann. Ah, das ist doch jetzt das, was ich gerade hatte, ne? Mhm. Aber jetzt hier in einem anderen Artwork. Also, ne, kannst du mal nebeneinander legen, den Unterschied zeigen. Also auf dem Bild erkenne ich auf jeden Fall mehr. Aber trotzdem sieht das andere einfach mega aus. Und dann haben wir hier Lilithmon. Also raus an all die Waifu-Hunter da draußen. Genau, wie wir in Digimon sehen, haben wir auch einige Waifus. Ne? Ja. Ja. Also bestes Spiel. Best Girl. Bestes Spiel. Ich liebe Digimon. Ich auch. Ich glaube, ich muss jetzt doch noch alle Serien gucken. Alle Staffeln. Ich halte mir dann, oder ich habe dann süße Digimon. Ich züchte keine Digimon, ich züchte Tamer. Nein, was? Nein, sie ist kein Digimon. Tamer. Sie ist ein Digimon? Sie ist ein Digimon. Sie ist ein Digimon? Ja. Oh, okay. Also wie gesagt, ich züchte mir dann die süßen Digimon. Julian züchtet sich dann andere Digimon. Wow. Nein, so einer bin ich nicht. Und da haben wir Rice Greymon.
Das hat, auch so, das hat so einen Regenbogenfeuereffekt an den Seiten. Regenbogenfeueffekt? Oder naja, ich glaube, das sieht einfach so aus. Jedes, nur es ist halt einfach. Die ist leicht gebogen. Nein, ist sie nicht. Nein, ist sie nicht. Krass, ne? Jetzt schon! Biegen. Ja, also das muss ich tatsächlich als Spieler anderer Kartenspieler bewundern. Bei Digimon. Das kriegen sie gut hin. Ich finde auch krass, dass da, dass hier wirklich jede Karte so ein bisschen foil ist. Also von, ja. Zumindest vom Rand her. Also glitzert alles. Ist auch bestimmt mega schön, wenn du dann wirklich damit spielst und dann kannst du so deine Karten so richtig schön haben. Hier, Agumon. Ah, guck mal. Das Digimon, was vermutlich die meisten kennen. Ja. Und dann, oh. Haben wir hier Riskgreymon. Das kenne ich ja gar nicht. Zum zweiten Mal. Jo. Oder Riskgreymon. Ja. So, und das ist dein Digimon? Ah, ja. Das Xiaomon. Das ist sehr, sehr süß. Das sieht süß aus. Aber ich möchte immer noch dieses komische rosa Rattending haben. Agunimon. Dimiwemon. Und da höre ich dann auf, den Namen vorzulesen. Ne, gibt's halt leider nicht deutschsprachig. Aber das ist, glaube ich, nicht. Das hält uns Digimon-Fans nicht auf. Ja. Yeah. Genau. Ja, und selbst wenn man es nicht spielt, ist, glaube ich, das auch ein sehr, sehr cooles hier jetzt als Artwork, finde ich. Ja. Das sieht sehr, sehr cool aus. Sieht sehr cool aus. Das heißt, für alle Leute, die Digimon lieben, können wir sehr empfehlen, holt euch das. Dann könnt ihr dieses super süße Agumon ziehen. Und Lilithmon. Perfekt, zieh ich gerne. Sehr, sehr cool. So, das ist schon mein letztes Booster. Ich glaube, du bist auch schon durch. Das ist krass, ne? Wenn man so einfach so den Kartenstapel durchgeht, weil der einfach ist komplett nur am Glänzen ist. Ja. Ist natürlich, wir werden ja hier auch beleuchtet, ne? Halleluja. Da glänzt natürlich alles nochmal mehr. Aber sehr cool. So, Agumon noch einmal. Ja, Set ist ja auch nicht so groß, also zieht man natürlich auch mehrere Dimimon. Sachen. Doppelt. Und ein Omnimon. Okay. Guck mal, sieht man, da kann man auch gut erkennen, dass der Hintergrund foil ist und das Digimon im Vordergrund keinen Foil-Effekt hat. Und diesmal haben wir so einen langen Kreis im Hintergrund. Mhm. Oder so. Wie so ein Baum. Wie so Baumringe. Achso. So Jahresringe. Mhm. Aber ist auf jeden Fall cool, dass sie da so verschiedene Arten machen. So. Übrigens kann man auch nur an Digimon digitieren, wenn sie die gleiche Farbe haben. Wollte ich noch mal kurz so einwerfen als Fun Fact. Obwohl man bei manchen einfach gefühlt kaum erkennen kann, welche Farbe sie sind, weil sie so glitzern. Bip ab. Hier, kannst du da. Tada! Also das ist ja bei Digimon noch mal anders krass. Also, das ist ich ja weiß hier gar nicht, ob ich jetzt alle Karten eingelegt habe. Ich glaube schon. Glitzert alles, wie wir sehen. Ja, ist alles mega am Glitzern. So, Und der Hintergrund ist auf jeden Fall immer stark gefüllt bei allen. Ach, du meine Güte. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Das Spiel spielt sich auch wieder so ein bisschen. Ich glaube, jedes Kartenspiel spielt sich irgendwie ein bisschen anders, ne? Ja. Ja, aber was sehr cool auf jeden Fall. Gefällt mir. Ich finde, das hat sehr, sehr schöne Artworks, das Set. Also auch wenn man es nicht spielen möchte. Oder kann. Es ist außerdem sehr einfach, sich da einzulesen, wie man das Spiel spielt, ist sehr einsteigerfreundlich. Also, das heißt, auch wenn ihr das jetzt gerade noch nicht spielt, können wir es gerne empfehlen, euch da einfach mal reinzulesen. Genau. Oder vielleicht, wie gesagt, folgt ja irgendwann nochmal ein Video, wo wir das Ganze selbst spielen. Aber ich würde sagen, die Box ist auf jeden Fall mega cool, weil du kriegst halt eine von den Memory Boost Promos. Du kriegst eine Figur. Du kriegst eine Figur. Und die Promos sind auch eigentlich, das ist eine ziemlich coole Karte, wirklich. Und du kriegst halt eins der mega coolen Digimon, die du halt auch dann im Spiel als dein Memory Counter benutzen kannst. Also genau.
sind immer mit und dabei. Wow. Vier Booster, ne, die öffnet man ja auch immer gerne. Also genau. Ein cooles Produkt, wenn es euch auch gefallen hat, dann vergesst nicht zu liken, zu kommentieren und zu abonnieren. Und schaut euch auch mal die anderen Produkte in unserem Online-Shop noch an. Da haben wir noch ein paar coole andere Sachen von Digimon. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt erstmal raus und wünschen euch viel Spaß mit Digimon und natürlich jetzt erstmal mit der Adventure Box. Ja, würden wir sagen, zum Abschluss, lebt deinen Traum, denn er wird wahr. So. Bis dann. Tschüss.